und alle, die sich interessieren für unseren Zentrumsbesuch. In dieser speziellen Zeit dürfen wir leider mit euch zusammen nicht den Zentrumsbesuch machen. Wir machen jetzt aber einen Rundgang durch unsere Kirche St. Burkhard und erklären euch ein paar Sachen. Wenn ihr wollt und Zeit und Lust habt, dürft ihr natürlich gerne selber vorbeikommen und den Kirchenraum durchstöbern. Wir sind heute aber nicht alleine. Wir werden begleitet von unseren Kirchenfreunden im Speedy und dem Iggy. Speedy und der Iggy sind auch da beim Feiern mit den Kleinen und an der Sonntagsfeier. Viel Vergnügen! Du, wieso läutet jetzt die Glocke? Jetzt ist Mittag um 11 Uhr. Dann läutet die Glocke immer, um den Leuten zu sagen, es ist gleich Mittag. Läutet es denn immer nur um 11 Uhr? Nein, auch am Nachmittag um 3 Uhr. Und im Sommer etwas anders. Die Glocke läutet auch jeden Sonntag vor dem Gottesdienst. Dann soll es die Menschen zum Gebet einladen. Aber auch wenn etwas gefeiert wird oder jemand gestorben ist, läutet es. Im Turm oben hat es 3 Glocken. Die mittlere ist die grösste. Und auf dieser sind die Wappen der 3 Gemeinden gesehen. Übrigens werden die Glocken abgestellt vom grünen Donnerstag bis am Karfreitag. Erst in der Osternacht erklingen sie dann als Freude über die Auferstehung wieder. Komm, gehen wir rein schauen. Mir ist es etwas kalt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Obendran ist ein Mann. Wer ist das? Das ist unser Schutzpatron, der Heilige Burkhard. Wenn du mehr über ihn wissen willst, kannst du dir auf unserem YouTube-Kanal einen Film über ihn anschauen. Ich habe mein Weihwasserfläschchen mitgenommen. So kann ich mich daheim auch mit dem Weihwasser segnen. Ich gehe es gerade auffüllen. Das könnt ihr jetzt in dieser speziellen Zeit auch machen. Einfach holen, es hat genug. Kannst du spielen? Danke, es ist nämlich nicht einfach. Darum gibt es Menschen, denen sagt man Organisten, die extra angestellt sind und während dem Gottesdienst uns spielen können. Unsere Orgel hat verschiedene grosse Metallpfeifen. Die kann man je nachdem einsetzen. Die Pfeifen sind nach Register angeordnet. Das heisst, Pfeifen, die gleiche Grösse, Bauart und Klangfarbe haben, sind ein Register. Einige Pfeifen klingen dann wie Flöten, Trompeten oder Posaunen. Wie bei einem Musikorchester. Wenn man die mischt, klingt bei jedem Ton mehrere Register zusammen. Mit grossen Pfeifen kann man tiefe Töne machen. Und mit kleinen Pfeifen kann man ganz hohe Töne. Der Organist spielt auf Tasten. Auch mit den Füßen kann er spielen. Mit den Pedalen und den Tasten kann er bestimmen, aus welcher Pfeife die Luft kommen soll. Man sagt zu den Orgeln auch, dass sie die Königin von allen Instrumenten ist. Der Tabernakel ist ein verschlossener Kasten mit einer Türe, der in der Nähe vom Altar steht. Denn nach der Kommunion stellt der Pfarrer die feurig gewandelten Hostie in den Tabernakel.
Auf unserem Tabernakel hat es einen Fisch und Brot. Das sind zwei Symbole, zwei Zeichen dafür, für unsere Gemeinschaft. Jesus hat ganz viele Teile in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und das machen wir auch jedes Mal, wenn wir miteinander im Gottesdienst feiern. In der Nähe vom Tabernakel brennt das Licht in einem roten Glas. Das ist das ewige Licht. Das Licht wird nie ausgeblasen und soll den gläubigen Menschen sagen, dass Jesus immer im Tabernakel in der Gestalt von Brot bei uns ist. Gott wohnt also in unserer Mitte. Der Pfarrer Saporiti erzählt euch jetzt etwas über unseren Altar. Der Altar ist ein spezieller Tisch, der in allen Kirchen steht. Aus diesem Tisch werden Brot und Wein jeden Sonntag während des Gottesdienstes gesegnet. Durch Brot und Wein hat uns Jesus seine Gegenwart versprochen. Der Altar unserer Pfarrkirche ist aus Holz gestaltet. In seiner Mitte sind zwei Steine eingelassen. Ein größerer grauer Stein und ein kleinerer brauner Stein. Der größere Stein erinnert uns an Jesus. Er ist für uns wie ein Stein. An ihm können wir uns halten und uns geborgen und sicher fühlen. Der kleinere Stein befindet sich in der Mitte des grauen, größeren Steins. Dieser kleinere Stein ist sehr besonders. Er beinhaltet wichtige Erinnerungen und Andenken des heiligen Pfarrers Burkhard, der unsere Pfarrkirche schützt. Um die beiden Steine steht der Stern von Bethlehem, der allen Menschen die Geburt Jesu angezeigt hat. Die beiden Steine verbreiten viele Sonnenstrahlen, um uns zu erinnern, dass Jesus wie die Sonne scheint. Auf dem Altar sind noch schöne Bilder, die uns an Jesus erinnern. Das Kreuz Jesu auf der Weltkugel, zwei Schafe, Jesus ist wie ein guter Hirt, er führt uns zur sicheren Zuflucht. Zwei Fische, Jesus hat seine Freundinnen und Freunde als Menschenfischer gesandt. Ähre und Trauben, Zeichen des Brotes und Weines, die am Sonntag während des Gottesdienstes gesegnet werden. Die Bilder an den vier Ecken des Altars erinnern uns an die vier Menschen, die das Evangelium verfasst haben. Matthäus, der Mensch, Markus, der Löwe, Lukas, der Stier, Johannes, der Adler. Der Altar in unserer Pfarrkirche ist wirklich sehr, sehr schön. In der Nähe vom Altar steht der Ambo. Das ist ein Lesepult mit einem Mikrofon und ist auch wie der Altar aus Eichenholz. Vom Ambo aus wird im Gottesdienst aus der Bibel gelesen. Auch die Predigt, Fürbitten und Mitteilungen werden von da aus erzählt. Außerdem gibt es in der Nähe vom Altar und dem Ambo ein Kreuz. Das Kreuz ist ein Zeichen von uns Christen. Es erinnert immer wieder an unseren Glauben, an Jesus, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. In der Kirche stehen ganz viele Kerzen. Auf dem Altar, am Tabernakel, bei der Maria,
und im Advent auch vom Adventskranz. Eine besondere Kerze ist die Osterkerze. Sie wird im Gottesdienst in der Nacht vor dem Ostersonntag gesegnet. Auf der von diesem Jahr sehen wir Flammen aus den Farben von unseren Feistern. Mit dem goldenen Kreuz und dem Alpha- und Omega-Zeichen, wo bedeutet Anfang und Ende. Die Osterkerze ist ein Zeichen dafür, dass für uns Christen alles mit Jesus Christus anfängt und in ihm die Vollendung auch kommt. Die Osterkerze steht meistens in der Nähe vom Altar oder vom Taufbecken. Jeder von uns ist getauft worden. Vielleicht auch in dem Taufbecken mit Wasser. Wasser schenkt Leben. Bei unserer Taufe hat Gott uns aufgenommen. Aufgenommen in die Gemeinschaft der Christen. Wir sind alle getauft im Namen von ihm. Mit dem Kreuzzeichen hat Gott uns ein Versprechen gegeben. Nämlich, du bist von Gott gesegnet und Gott hat dich gern. Jede Familie von einem Täufling tut so eine Traube gestalten und dann kommt sie an unseren Rebstock als Erinnerung an die Taufe. Hier kann man ein Kerzchen kaufen und anzünden. Dazu kannst du etwas beten und mit Gott reden. Über alles, was dich beschäftigt oder dir gerade in den Sinn kommt. Du kannst zum Beispiel ein Kerzchen für deine Grosse oder für deinen Freund anzünden, der vielleicht in Schwierigkeiten steckt. Oder du möchtest Gott um etwas bitten. Deine Bitte wird dann in den Kerzen sichtbar. Sie brennt auch noch, wenn du schon lange daheim bist. Über die Heilige Maria kannst du auch auf unserem YouTube-Kanal noch ein Video anschauen. Eis, Bidi und Igi, ihr wisst nicht, was mir letzte Woche passiert ist. Ich habe etwas verloren. Und weisst du, bin ich froh gewesen, habe ich den Heiligen Antonius gehabt. Er hat mir geholfen, dass ich das wieder gefunden habe. Er steht nämlich dafür da, dass er uns hilft beim Suchen. Hey Speedy, wohin gehst du? Ich darf heute mal in die Sakristei. Das ist der Raum, wo sich der Pfarrer und Ministranten anlegen. Kommen wir auch mit? Oh ja, gern! Das ist der Schrank der Ministrantenkleider. In ganz vielen verschiedenen Grössen hat jedes Kind sein Kleid. Ui, nein, Igi, was machst du? Das sind doch Bändel, die unsere Ministranten anlegen. Fürs Kleid. In der liturgischen Farbe, das ist nicht zum Umklettern. In diesem Schrank hat es verschiedene Bibeln, verschiedene Singbücher und auch schöne Kelche. Und da innen sind die ungesegneten Hostien. Und dann haben wir noch einen anderen wertvollen Schrank. Da sind die ganz wertvollen Schalen und Kelche und da unten der Weihrauch, wo aber nur die besonderen höhere Feste, zum Beispiel an den Weihnachten, gebraucht wird. Igi, wo bist du? Da bin ich. Komm mal schauen, ich habe etwas gefunden. Du, das ist aber nicht für dich, gell? Oh, stimmt. Das ist ja für all unsere und die Schüler von der ersten Klasse. Ihr findet alle ein Kuvert, das mit eurem Namen angeschrieben ist. In dem Kuvert hat es ein Blatt von unserer Kirche und wo ihr hinten dran könnt die Sachen beschriften, die ihr jetzt gerade alle kennengelernt habt in unserem Rundgang. Dann dürft ihr euch ein Engel mitnehmen, das ihr so schön gestaltet habt. Und ein Weihwasserfläschchen schenken wir euch auch. Das dürft ihr auffüllen und dann heimnehmen. Es war mega spannend, nicht?
Doch, ich habe es auch total spannend gefunden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Wir freuen uns mega, wenn wir euch bald wieder sehen dürfen. Tschüss zusammen. Tschüss,